Who's there? Hmm? Who is it? Hey, what? Es ist düster und neblig. Nur eine Taschenlampe erhellt den Weg. Nein, wir befinden uns nicht in Silent Hill, sondern in dem japanischen Dorf Hanyuda, oder vielmehr dem, was davon übrig ist. Nach einem mysteriösen Erdbeben und dem Ertönen von Sirenen sind alle Einwohner verschwunden und kurz darauf, dank einer roten Flüssigkeit, die sich in Seen und Bächen ausbreitete, als Zombies zurückgekehrt. Ihr spielt nacheinander ca. 10 verschiedene Charaktere, die es aus unterschiedlichen Gründen an diesen Ort gezogen hat. Alle Charaktere sind mehr oder weniger bewaffnet, einige von ihnen müssen sich allein durch den schaurigen Ort schlagen, andere haben noch eine Begleitung, die beschützt werden muss. In 78 Kapiteln löst ihr kleine Aufgaben, wie hier, wo ich den Zündschlüssel für das Auto draußen finden muss, und versucht unbeschadet an euer Ziel zu gelangen. So einfach ist das allerdings nicht, denn die Zombies sind deutlich agiler als beispielsweise in einem Resident Evil und sie sind bewaffnet. Dazu kommt noch, dass euer alter Ego meist schon bei der ersten Attacke tot zusammenbricht. Ihr müsst euch also möglichst unbemerkt an den Wiedergängern vorbeimogeln. Um das in der düsteren Umgebung zu schaffen, habt ihr eine Spezialfähigkeit. Mit der versetzt ihr euch in die Köpfe aller Gegner in der Nähe und könnt so herausfinden, wo sie sind und wo sie hinschauen. Hier muss ich zum Beispiel als Professor Takeuchi eine Studentin über eine Brücke bringen, die von einem Zombieschützen bewacht wird. Ich habe mich in den Kopf des Untoten versetzt und sehe, was er sieht. Das blaue Kreuz da drüben ist übrigens mein Charakter und das grüne zeigt seine Studentin. Jetzt schaut der Zombie gerade weg und ich renne los. So, jetzt schaue ich nochmal kurz, ob der Weg klar ist für die Studentin. Ja, Zombie schaut weg. Dann kann ich sie beruhigt herrufen. Allen Charakteren, die ihr beschützen müsst, könnt ihr kurze Befehle wie komm her oder warte geben, um sie sicher durch die Abschnitte zu leiten. Siren ist ein eher langsames Spiel, das sehr von seiner beklemmenden Atmosphäre lebt. Alle Schritte müssen wohl überlegt sein und so verbringt ihr die meiste Zeit damit, eure Gegner auszuspionieren. Wer einfach drauf losrennt und denkt, er könne sich einfach durch das Spiel metzeln, wird schnell eines Besseren belehrt. Denn mit einem muss man in Siren immer rechnen. Der Tod kommt schneller, als man denkt.